Ja, ich konnte ja wirklich gar nichts machen mit dem Fight Club hier. So, neue Questfarbe, wo bin ich denn jetzt? Darf ich bitte mein T-Shirt wieder anziehen? Rüstung, was habe ich denn jetzt? Aber meine Handschuhe habe ich auch nicht an. Also gut, die Handschuhe beim Boxen machen nicht so viel Sinn, das gebe ich zu. So! Geralt! Schrei nicht so. Ich habe mir vielleicht was eingebrockt. Du? Wo du doch sonst so zulangen kannst. Und der kleine Kairan aus der Nachbarschaft kann angeblich den Sieger vorhersagen. Der hat mit einem Tentakel auf dich gezeigt. Da habe ich sämtliche Urins auf dich gesetzt. Und dann mehrst du rum, als hätte man dir die Eier eingebunden. Ich glaube, ich habe gar keine mehr, Rittersporn. Komm, lass uns was trinken. Ich zahle. Krieg ich meine Waffen bitte wieder? Was? Quest nicht erfüllt? Fight Club? Was? Warte, ich muss mal kurz zu... Ich muss mal kurz zu Lorido rennen. Ich möchte gerne mein Geld haben. Das ist ja interessant. Beim letzten Mal habe ich ja, also muss ich vor allen Dingen meine Waffen wieder einsammeln, wo ich auch wieder abgeladen wurde. Kann ich mit Lorido eigentlich so einfach bei jeder Gelegenheit drehen? Jetzt muss ich meine Waffen wieder aufs Neue ausrüsten. Das ist ja ein Elend. Ist denn hier mein Schwert schon wieder nicht, meine Handschuhe schon wieder nicht ausgerüstet? Nein, verdammt. Elend. Dass er die auch nicht gleich automatisch anrüstet, so wie es vorher war. Das ist, so, jetzt hier, zack, jetzt haben wir es. So. Ach, jetzt kann ich einfach so zu Lorido laufen, ist ja schön. Hoffe ich zumindest. Tagsüber, so ist denn der Bursche jetzt? Da vorne ist er. Hübsch hier! Ach, der rennt sogar draußen rum, ist ja schön. So, guten Tag, Lorido, hier kann mein Geld. Was gibt's Neues, Hexer? Achso, das kann ich nur so fragen. Ganz schön viele Soldaten für eine kleine Faktorei. Die Handelswege ziehen Räuber an, wie Scheiße fliegen. Nur Soldaten können für Sicherheit sorgen. Wir sind die letzte temerische Siedlung in diesem Land. Und wir lassen uns nicht von einer Bande Elfen verjagen. Na gut, was? Jorvet loszuwerden wird nicht einfach. Er mag hartnäckig sein, aber wir sind auch nicht ganz ohne. Ich lasse nicht zu, dass die Skoyatel Flotsam niederbrennen, wie es ihre Art ist. Die Menschen in Flotsam verdanken den Elfen nichts. Häuser und Werkstätten haben sie selbst errichtet. Nicht auf dem Grund zerstörter Elfenstädte, sondern im dichten Busch. Wenn die Langohren es wissen wollen, zeigen wir ihnen, wo ihr Platz ist. Zwitscher Dry, Wise of the Beard. Ja, mag passieren. So, warte mal, jetzt mal gucken. Hab ich von Lorido schon Geld gekriegt? Ich habe 300 Tackler. Die hatte ich, glaube ich, vorher nicht. Ja, toll, dass Rittersporn wieder sein ganzes Geld verspielt hat, der Idiot. Ja, sowas macht man noch nicht. Aber siehst du, ich darf jetzt ja bei Lorido mit Waffen reinlaufen. Das ist ja ganz was Neues. Das heißt, ich könnte jetzt auch, das Spiel wird einfach genial. Na, sind wir mal gespannt. Das Problem ist bloß, dass mir wahrscheinlich kein Schwein bei mir gucken wird. Das ist ein bisschen traurig eigentlich. Der Fluch des kleinen Let's Players. Na gut, dann gehen wir mal in die Kneipe und laufen mit Rittersporn. Danach rede ich mit Roche. Also, die Handlung nimmt schon ein bisschen anderen Verlauf, muss ich sagen. Jetzt, wo ich gleich gesagt habe, hier, Olle Lorido, ja, ich mach bei dir mit, bei deinem Spaß hier. Das ist sehr interessant. Ich frage mich ja, wie das mit Roche zusammenpasst, weil der ist ja eigentlich nicht so ein Freund von Lorido. Aus offensichtlichen Gründen. Es ist vor allem der Tag, jetzt kann ich auch mit den Dorfbewohnern reden. Ach, siehst du, Triss jetzt ja auch noch. Die hat ja noch nichts erzählt. Wo ist denn jetzt hier? Wo ist denn hier Rittersporn? Da ist Rittersporn. Schön, dich zu sehen, Söldner. Verdammt, ich. Da rackert man sich Sekt. Bla 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 bla. Achso, warte mal, ich kann hier noch. Ich kann hier noch ein paar Questfragen stellen. Ich will dich etwas fragen, Sultan. Geralt, altes Haus, setz dich. Alleine saufen ist so doof wie in Gesellschaft scheißen. Ein andermal. Du bist schon länger hier und kennst die hiesigen Sitten. Ich bin kein Forscher, aber frag ruhig. Wozu könnte jemand einen Trollkopf brauchen? Wozu hängen sie denn Bärenschädel in den Hütten auf, hm? Um zu zeigen, was für tolle Kerle sie sind. Ein Bauer mit einem Trollkopf an der Wand kann reichlich Röcke heben. Danke. Was hast du vor? Ich sehe mir mal die Hütten in Bindegarn an. Ach, siehst du, da, das wäre jetzt der entscheidende Tipp gewesen. Interessant. Ich sehe, was dich quält. Sehe ich das? Ich kenne dich. Du willst sicher reden. Worum geht's? Erzähl doch, wie das mit Volltest war. Hat die Eichhörnchen verärgert? Jemand will mich reinlegen? Lass doch. Willst du die Version hören, die es noch nicht bis nach Flotsam geschafft hat? Der König starb unter geheimnisvollen Umständen. An seinem Leichnam stand der Hexer Geralt mit einem blutbefleckten Schwert in der Hand. Hast du ihn umgebracht? Was immer du sagst, es bleibt unter uns. Der Mörder floh, bevor ich ihn erwischen konnte. Jemand hat mich reingelegt. Was hast du jetzt vor? Blindlings um dich schlagen und hoffen, dass es mal den Schuldigen trifft? Das muss ich gar nicht. Der Mörder ist hier, bei den Skoyatel. Er weiß, dass ich hier bin. Wir werden uns schon finden. Geralt, ich flehe dich an. Mach nichts Unüberlegtes. Wenn Lorido Wind davon bekommt, dass man dich verdächtigt,
Das weiß er doch schon. Der Bericht von Roche, habe ich das vor früher schon. Halt, das beim ersten Playthrough gefragt? Du hast Vernon einen Bericht über Flotsam geliefert. Was ist dir Ungewöhnliches aufgefallen? Im Freudenhaus haben sie wunderbare Mädchen. Eine hat sogar. Du weißt, was ich meine. Ein Ort wie jeder andere. Hafen, Wirtshaus, eine stinkende Flusskloake. Aber wir Poeten schauen auch in die menschliche Seele. Und da sieht es nicht gut aus. Ich war Zeuge eines Diebstahls, begangen von Wachen, den Hütern des Gesetzes. Sie stahlen Waren und verhöhnten die Opfer lautstark. Ein andermal haben Straßenräuber eine Elfin geschlagen, ohne dass jemand eingriff. Ich weiß, so ist es überall, aber hier geht es nicht mehr nur um Hass. Die Leute werden getrieben von kalkulierter Gier. Sie suchen nach einem Vorwand, um sich zu bereichern. Nett. Das habe ich meine Erinnerung kann zurück. Das kann ich denke, ich wollte mit ihm saufen. Na gut, dann ich könnte ihn noch nach Cedric fragen. Das bringt mich, glaube ich, auch noch voran. Cedric? Hast du von einem gewissen Cedric gehört? Ah, ob Cedric ich von halt. Dem gehört habe? Gesoffen habe ich mit ihm letzten Samstag. Kaum nach Hause gefunden habe ich. Wo finde ich ihn? Der starrt tagelang von einem Hochsitz bei Bindegarn auf den Wald. Komischer Kauz. Hat aber einen harten Schädel. Ich danke dir. Ein Elf, der saufen kann, ist eigentlich ganz was Neues. Sprich mit Cedric. Ja gut, die Questphase waren wir ja schon. Was, mein Sommer ist gefüllt mit Spielen? Also mein Sommer ist gefüllt mit Reisen ins Ausland. Mir ist so neulich mal aufgefallen, dass mir finanziell gar nicht so gut geht, weil ich irgendwie von einem Wochenende zum anderen fahre. Also ich kann jetzt schon sagen, dass ich zwei Wochen lang nicht da bin. Ich fahre am letzten Maiwochenende fahre ich nach Budapest und besuche da ein paar Leute, die ich aus Brasilien kenne, beziehungsweise die kommen da auch hin, nach Budapest, weil wir kennen Ungarn, der halt in Budapest wohnt. Und das Wochenende danach fliege ich nach Schottland, weil da eine Freundin gerade studiert. Oh, was ist denn jetzt los? Wohin gehst du? Was ist das für eine Frage? Weißt du, wo ich einen Elfen finden kann, der Cedric heißt? Halt dich raus aus dieser Sache. Was? Du bist so blass geworden, als wir Sheila begegnet sind. Ach was, du hast dich geirrt. Bestimmt. Das da. Ich kenne dich zu gut. Sheila ist eine der mächtigsten Zauberinnen. Kein Grund, sich vor ihr zu fürchten. Ich weiß, dass man ihr nicht trauen kann. Sie manipuliert zu gern und ist sehr verschlagen. Was konkret lässt dich darauf schließen? Sie weiß genau, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Und dann tut sie, als wüsste sie es nicht. Und warum? Keine Ahnung. Schwer zu sagen, was sie im Schilde führt. Mal sehen, ob ich es herausfinde. Was hast du vor? Pläne. Ich gehe mit ihr auf die Jagd. Aber zuerst muss ich Cedric finden. Cedric. Dann lass uns zu ihm gehen. Er ist auf der Wachplattform. Ah ja, das machen wir übrigens gleich, sofort bestimmt, aber erst muss ich kurz von dem Bürgermeister hier quatschen, der war, glaube ich, in der Hütte hier links, hoffe ich zumindest, weil ich möchte mit ihm nämlich über den lustigen Troll reden hier irgendwo rumschreien. Udo, war das Udo? Ah. Nee. Ah. Nee, das war nicht Udo. So, sind die auch zu Hause? Das ist die komische Mutti hier, hier im Brutzel. Ja, wo ist denn jetzt der verdammte Bürgermeister denn da? Genau, was, der Keule habe ich gefunden? Ah nee, der liegt doch hier. Der schläft am helllichten Tag. Arbeit für einen Hexer? Sogar für drei von eurer Sorte. Wir sind aber arme Leute. Wir werden uns schon einig. Geht besser zum Markt in Flotsam. Am Wirtshaus findet ihr eine Tafel mit Aufträgen. Ja. Das ist ein gut bezahlter Auftrag, was? Und andere Aufträge? Gut bezahlte? Wie wär's mit dem Greis? Der Greis ist der Kairan. Das überspringe ich mal, das ist relativ langweilig. Aha. Laut meinem Chat können Elfen allgemein sehr gut saufen. Aber Legolas kann deshalb gut saufen, weil er ein Elb ist und kein Elf. Großer Unterschied. Trolle. Ihr habt hier einen Troll? Ja, im Wald haust er, am Fluss. Der ist harmlos. Tut ihm nichts. Ein nützlicher Troll also. Verstehe. Nützlicher als Loredo ist er allemal und säuft auch weniger. Stört niemanden und repariert auch mal die Brücke. Verstehe ihn. Mal. Was an Hofzeug? Wie wär's mit dem Greif? Bla bla bla. Was wird's? Was? Eine Zauber. Sheila ist. Das da, den Troll. Das wollte ich ja nicht fragen. Du willst also den Troll nicht loswerden? Wer kümmert sich um die Brücke, wenn nicht er? Stell jemand anders ein. Weißt du, was ein Handwerker kostet? Der dämliche Troll tut seine miese Arbeit für eine lächerliche Maut. Die Brücke ist kaputt und der Troll fällt über die Leute her. Tja, er ist zum Säufer geworden. Das ist das Problem. Wenn ja, du schaffen total. Könntest, dass er den Alkohol lässt. Ich bin ein Hexer, keine Amme. Ich bezahle dich gut. Wie gut? 100 Urens. 200. Ah ja. Du bist ganz schön teuer. Ha. Was soll's. Es dürfen ruhig alle wissen, wie sehr mir das Wohl des Dorfes am Herzen liegt.
Der Troll. Ich habe Book of Unwritten Tales 2 nicht gespielt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das wollte ich eigentlich mal machen, beziehungsweise ich würde generell mal die Adventure-Sparte ein bisschen vorantreiben. Das große Problem mit der Adventure-Sparte ist bloß, es wird A nicht so viel geguckt und B, ich habe ja immer noch nicht das schwarze Auge. Ja, weil. Nein, eins für Menschen, eins für Ungeheuer, obwohl das für eins für Menschen nicht stimmt. Es gibt nicht Ungeheuer, die sind gegen Silberschwerter einfach nicht empfindlich. Und dessen tut es da das normale Schwert besser. Das Problem ist, ich finde irgendwie nicht so richtig Zeit für Adventure. Also es guckt halt A keiner, also das ist die Resonanz ist da eher null, sagen wir mal so. Und zweitens habe ich immer noch nicht das schwarze Auge durch, weil ja ich hänge mich auch gerne an Rätseln auf. Also sobald das Adventure ein bisschen anspruchsvoll wird, ist das zum Let's Playen gar nicht mal so toll. Weil dann hängst du halt echt und rätselst dann, denn so wie 15 Minuten Video ist dann einfach nur. Wenn die Rätsel halt nicht komplett Kinderniveau sind. Ich müsste hier eigentlich, was gab's? Das gab immer mal so ein. Das hat meine Schwester hat das mal gespielt, also die ist ein bisschen kleiner als ich. Das war so mit so einem komischen, mit so einem Geheimdienstfuchs. Weiß gar nicht, wie das hieß. Das war so eine Serie, das war nur so ein kleines Minispiel. Waren, glaube ich, in so einer Chipspackung mit bei. Die ging noch nicht lange, 2 Stunden oder so. Aber die waren mega witzig, da waren die Rätsel mega einfach. Das wäre genau was richtig für Let's Play. So, ich rede jetzt erstmal mit, wo ist er denn hier? Nicht mit Sebastian, mit Cedric rede ich. Ich mache ja. Wer war Moril? Ach ja, ich stelle ihm mal Fragen zu ihm selber. Die Elfin, von der ihr gesprochen habt. Was ist mit ihr geschehen? Seherin glaubt, dass der Wald sie geholt hat. Und du? Moril ist vor einem knappen Jahr verschwunden. Manche meinen, dass sie einfach zu schön war und die Däune ihr wehgetan haben müssen. Glaubst du das? Ohne Beweise glaube ich nur meinem Instinkt. Und der sagt mir, dass es nicht der Wald war. Das hast du Seherin aber nicht gesagt. Es hat doch keine Bedeutung mehr. Vielleicht hat sie jemand umgebracht. Vielleicht ist sie aber auch einfach fortgegangen. Daran kann weder Seherim etwas ändern, noch ich. Schade eigentlich. Wer bist du? Was machst du eigentlich? Das habe ich, gewollt. Was wollen die eigentlich? Ne, ich mache mal direkt Kairan hier. Ich will den Kairan töten und hörte, du könntest mir helfen. Kommt drauf an, welche Hilfe du erwartest. Informationen. Man hätte ihn schon vor Jahren töten sollen. Jetzt? Ich weiß nicht. Er ist gigantisch, passt kaum ins Flussbett, hat seltsamen Bewuchs auf den Tentakeln und eine extrem dicke Haut. Früher hat er in den Sümpfen gelebt, in einem der Pontar-Zuflüsse. Da ist völlige Wildnis. Nicht einmal die Skoyatel streifen dort umher. Er hat neulich ein Schiff zerstört. Seht euch das Wrack an. Sucht nach den Spuren. Wo denn? Geh nach Süden, tief in den Wald hinein. Dann nach Osten und zurück zum Fluss. Du findest eine zerfallene Brücke der Enseide und darunter das Wrack. Danke, Cedric. Ach, die Enseide haben diese riesengroßen Brücken mal gebaut. Okay, das erklärt das jetzt. Ich warte beim Wrack auf dich. Übertreibst du nicht etwas mit diesen Teleportationen? Ja, ich finde auch, dass ich voll übertreibe. Dass du hier bist. Ich finde auch, sie übertreibt das mit diesen dummen Portalen. Das ist. Und da stellt sich mir immer noch die Frage: Kann das nicht jeder? Also jeder Zauberer? Und vor allen Dingen wie oft? Weil scheinbar macht das Trissa ja ziemlich nonchalant. So, naja, Teleport, zack, und von A nach B teleportiert. Ohne großartige Probleme. Das müsste doch eigentlich, das ist. Wundert mich, dass das nicht ein Massentransportmittel ist. Das würde doch die Kommunikation erheblich erhöhen. Vor allen Dingen, wenn man so eine Teleportation kann, mit so einem großen Portal, wo ein Mensch durchpasst, könnte man dann nicht ein kleines, energiesparendes Portal aufrechterhalten für Informationsübertragung und damit ein Netzwerk aufbauen, einfach um die Leute miteinander zu verbinden, beziehungsweise die einzelnen Königreiche. Irgendwie haben wir einen Trollkopf gefunden. Surprise, surprise. Der Kopf der Trollin. Jo, grüß dich, Kollege. Hervorragende Arbeit. Nicht wahr? Das Leder ist erstklassig und war in den Händen eines sehr guten Gerbers, der manchmal auch Otterfelle verarbeitet. Hört, hört. Jagst du? Im königlichen Wald ist Jagen verboten, das weiß doch jedes Kind. Außerdem traut sich keiner mehr hin, dort herrscht die reinste Monsterplage. Offenbar gibt es in der Gegend reichlich Beute. Wenn du mich fragst, es braut sich ein Krieg zusammen. Nicht unbedingt. Die Skoyatel überfallen doch ständig Händler und liefern sich Kämpfe mit Soldaten. Ideale Umstände für Aasfresser. Hoffen wir also auf bessere Zeiten und gehen so lange unserer Arbeit nach, wie es uns die Weisen Schriften lehren. Die Weisen Schriften, hört, hört. Er hat, glaube ich, auch noch was im Angebot. Ich muss mal kurz gucken, ob er noch irgendwas von. Ob er noch irgendwas von Sinn hat. Er hat mich. Ich bräuchte mich eigentlich mal vernünftige Schuhe. Er hat aber leider nur den normalen Scheiß und Aufwertung, die ich nicht haben möchte. Vor allem, wie teuer diese dummen Aufwertungen noch sind. Gewöhnlich, ja, toll sind die auch nicht. Wir finden definitiv von alleine noch bessere Aufwendungen, aber ich glaube, er hat noch Rezepte bei. Ich muss mal kurz gucken, ob er vielleicht ein Rezept für was Vernünftiges bei hat. Solides Langhand. Solide Handschuhe. Sind die besser als meine Magierhandschuhe? Ich bräuchte eigentlich in diesem Menü einen Vergleich meiner aktuellen Ausrüstung von den Rezepten. Das wäre deutlich sinnvoller. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall aktuell gerade keine ordentlichen Schuhe anhabe, aber ich glaube, er hat auch keine.
Diamantaufwertung? Vitalität plus 10, naja. Rüstung mit Amethyststaub. Amethyststaub. Also diese kleinen 0815 Schemata, die findet man, glaube ich, auch, wenn man lange genug sucht. Na gut, dann lassen wir das mal. Hier, hallo, Kollege. Was hat's den Kopf der Trolle? Woher hast du diesen Schädel? Gekauft. Hab ein Vermögen dafür bezahlt. Aber jetzt bin ich der Einzige in Bindegarn, der einen hat. Wer hat ihn dir verkauft? Dimitri. Sonst würde sich keiner trauen, einen Troll in seiner Höhle zu überfallen. Wo finde ich diesen Dimitri? Das weiß ich nicht. Abends triffst du aber sicher seine Kumpane in der Schenke. Danke, ich kaufe diesen Kopf nicht ab. Oder doch, was kostet der? Ah, nee, möchte er nicht. Danke, kein Geld. Du hast mir sehr geholfen. Kann ich den Typ nicht einfach erschlagen? So, warte mal. Sprich mit Dimitris Kunden ja abends. Das Problem ist gerade, es ist früher Morgen. Das heißt, wir müssen machen erstmal alle anderen Nebenquests, bevor wir das machen. Ich würde gerne noch vorher nochmal kurz leveln, bevor ich das mache. Einfach. Und das kann ich hier in der Stadt noch machen. Mal kurz überlegen, eigentlich nichts. Ich könnte mal kurz gucken, ob ich nur so eine kleine Intrigagenquest noch mache. Das Problem, glaube ich, an den Intrigagenquests ist, dass die nicht so einfach sind. Bring mir über den Neckar Erfahrung. Also ich muss jetzt einfach nur ein paar Neckar umnieden, in Massen sozusagen, und dann weiß ich mehr über den Neckar. Ich mache mal kurz die Neckar-Quest, weil die ist eigentlich ziemlich einfach. Weil prinzipiell haben Neckar echt nicht viel drauf. Zack. Aber, wo muss ich denn hier? Das ist falsch, hier muss ich lang. Danach könnte ich die Räucherstäbchen-Quest kann ich ja nicht auch noch machen. Aber danach, also ich möchte einmal leveln, danach laufe ich zum Wrack, weil da war, glaube ich, noch was zum Kämpfen. Zumindest ein paar Viecher auf dem Weg dahin. Nicht so schwer. So, meine lieben Neckar. Ich hole am besten schon mal das Schwert raus. Ne, nicht das Entermesser, das Ding hier. Zup. Ist doch schon ein Neckarnest. Kommt raus, ihr Drecksviecher! Ja, jetzt kann ich das nicht sprengen, weil ja keine Neckar sind. Ich brauche Neckar, mehr Neckar. Hier waren aber welche. Rala. So, Neckar 2, reicht das? Ah, jetzt kann ich. Jetzt kann ich Neckarnester zerstören. Ich sammle Wissen. Ja, das ist Wissen sammeln à la Geralt. Ey, gerade hört doch mal auf Instagram, ich muss über Nester springen. Weiß gar nicht, ob man Neckar blocken kann. Ich hab ja nicht. Mann, wie kommen denn hier noch? Aber gut, dass sie die meiste Zeit damit beschäftigt sind, irgendwie großartig rumzubrüllen. Das macht sowieso sehr viel einfacher, die Neckar zu töten. Aber ich darf nicht, glaube ich. Ich darf, glaube ich, nicht so weit vom. Aua, ich blute schon wieder. Ich hasse Bluten. Aber gut, dass das Schwert so viel Reichweite hat. So, wo ist denn jetzt hier das dumme Nest? Wir hier spawnen noch mehr. Ich will doch eigentlich nur. Mann, weil ich zu weit weggerollt habe, spawnen hier jetzt hier neu. Ah, das war ein Elend. Diesen Drecksneckern. Zumindest sieht es recht dynamisch aus. Woanders lässt es jetzt. Ah, ich stehe mitten drauf. So, darf ich jetzt bitte. Ach, endlich. Spielst du auf Xbox oder PC? Das ist zwar ein Xbox-Controller, aber tatsächlich spiele ich. Verdammt! Ich bin so ein Trottel. Tatsächlich spiele ich auf PC. Ich muss gleich mal Full Disclosure hier sagen, dass ich habe Witcher 2 schon mal durchgespielt. Aber halt mit PC-Controller und halt, ich würde diesmal ein bisschen die Story ein bisschen anders wählen. Und deswegen spiele ich jetzt mit Controller und treffe halt die Entscheidung anders als beim letzten Mal. Was das Spiel irgendwie gleich noch eine ganz neue Dimension an Beanspruchung macht, weil mit Controller spielen ist für mich halt total ungewohnt. Deswegen laufe ich heute die meiste Zeit so ein bisschen ungelenkt rum. Falls das mir schon irgendjemand noch aufgefallen ist, dass ich die meiste Zeit der Langrenne wie der letzte Trottel. Obwohl ich sagen muss, ich muss öfter Sachen sagen, dass es sich durchaus dynamischer spielt. Also, das spielt sich schon besser mit Controller. Also, man merkt irgendwie, dass das Spiel ist, gerade hier so eine Kämpfe, das ist schon ein bisschen dafür ausgelegt. Ich habe zwar ein bisschen Probleme mit der Perspektive, aber an und für sich geht das mit Controller besser. Das einzige Problem ist, dass ich diesen Xbox-Controller nicht ewig habe, weil ich habe den, wie gesagt, nur ausgeliehen, weil mein eigentlicher Controller hat sich eine Freundin geliehen, um damit Crash Bandicoot zu spielen. Und das musste ich mir schnell am Freitag noch einen Controller vom Kumpel ausleihen, damit ich hier vernünftig Witcher spielen kann, so wie ich das ursprünglich geplant habe. So, wir kommen hier noch. Ugh! Ich wollte hier gegen Neckar kämpfen, nicht gegen Intrigagen. Donnerschlag. Ja, Donnerschlag. Aua, 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 aua. Kämpft gegeneinander, ihr Drecksviecher. Nein, die kämpfen nicht gegeneinander. Warum machen sie denn das nicht? Immer kriege ich ja gleich noch Wissen über Intrigagen. Vor allem die Intrigagen-Krieger. Die sind gar nicht so leicht zu besiegen. Hulu. Und ich will doch hier nur ein paar Deckerlister dicht machen. Mann. Bin, du kannst den Trollkopf würfeln. Das ist eine sehr gute Trophäe. Aber ich kann dieses Würfelspiel nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, das zu spielen, versage ich abartig. Das ist echt nicht mehr witzig, wie schlecht ich in diesem Würfelspiel bin. Ich habe das bis heute noch nicht verstanden. Ich wusste auch nicht im Vorgänger, wie ich es richtig machen soll. So, dann wo ist denn jetzt das... Boah, Mann.
Wie viel Zeug ich hier einsammle? Blut eines Neckarkriegers. Ich weiß, dass ich mit dem Neckarzeug hinterher relativ viel craften kann. Vor allem bringt es ganz gut Geld an. Ich speichere übrigens mal ab, weil das ist... Ich bin gerade schon auf Hälfte HP. Das ist relativ wahrscheinlich, dass ich irgendwie mal verrecke, weil ich zu doof bin zum Spielen. Was ist denn jetzt das letzte Neckar? Weil ich renne ja auch gleich in das Entrigan-Gebiet, wenn ich so weitermache. Warum ist denn der so ausweichend, das Vieh? Aua! Okay, Plan für Plan B. Nicht Axi, wir brauchen Quen. Natürlich haut das Rex wie mich! Oh, ich bin gelevelt, hervorragend. Das war ja mein Plan eigentlich. Und vor allem weiß ich immer noch nicht, wo die Neckar eigentlich herkommen. Ist hier irgendwo das Nest in der Nähe? Ah, durch mein Level-Up bin ich auch wieder bei vollen Lebensfunken. Wie praktisch. Aber ich wollte doch hier eigentlich... Also der Treukopf ist eine gute Trophäe, so. Dann werde ich den doch mal gleich kaufen. Ach, hier ist das Nest. Nee, das ist eine Falle. Warum aktiviere ich denn hier eine Falle? Da renne ich bloß wieder rein, ich kenne mich doch. Wo ist denn jetzt dieses dreckige letzte Nest? Da muss ich ja irgendwo sein, oder nicht? Was ist denn hier noch? Ein Pilz. Verfluchte Biester. Ja, wirklich verfluchte Biester. Wo kommen die denn schon wieder alle her hier? Wo kommt ihr denn alle her? Also mal ohne Witz jetzt. Ist hier irgendwo ein Nest oder was? Also, wahrscheinlich ist hier wirklich ein Nest, weil ich soll's ja kaputt machen. Aber wo? Wo ist dieses dreckige Neckerlässe das letzte? Also, wo ich beim letzten Mal das hier gespielt habe, war das relativ easy, weil ich irgendwie durch Zufall drüber gestolpert bin. Au, ah. Wisst ihr noch, wo ich darüber geredet habe, dass ich auf keinen Fall so eine Falle schärfen sollte, weil ich da hundertprozentig selber drüber laufe? Ja, da haben wir's. Oh, ich glaube, der Neckar da hinten hat auch eine Falle gefunden. Kann ich die... Oh, ich habe ja noch Axi drauf. Da wollte ich ihn ja nicht... Ich wollte ihn ja nicht gerade mit Arten hier machen, aber das... naja, gut. Kann ich ja nicht Magie so leveln, dass ich nur Art... nur Quen levele? Mann, wo ist denn jetzt hier das letzte Nest? Ich will doch nur die paar XP davon noch haben. Es gibt doch leider keinen Wegpunkt dafür. Der muss ja irgendwo im Wald sein. Hier sind nur ein paar Leichen, die ich nicht plündern kann. Ach, da hinten rennt ja noch was hinter mir her. Kein Wunder, ich keine Leichen plündern kann. Stopp. Hast du beim ersten Mal durchspielen auf Jorbot-Seite gekämpft? Ja, habe ich. Deswegen möchte ich ja diesmal mich Roche anschließen. Weil dann der zweite Akt ein bisschen anders ist. Weil man sieht ja kurz, wenn man durch den Geisternebel läuft. Spoiler. Sieht man ja zumindest so ein bisschen was von der anderen Seite. Aber ich würde halt gerne mehr sehen. Weil da waren ja so ein paar Quests, die sich schon eingedeutet haben, was man noch machen kann. Mann, hier rennen überall diese dummen Neckar rum. Die mich übrigens aus Osterentfernung ran aggroen, muss ich mal nebenbei sagen. Oder war ich hier? Nee. Hier waren, glaube ich, nur Intrigagen, die aus dem Boden rausgekommen sind. Ja, lass das, du komischer Neckar. Ja, genau, hier waren nämlich die Intrigagen. Aha, okay, jetzt weiß ich auch genug über Intrigagen. Dann kann ich die Intrigagen-Quest dann ja auch gleich machen. Ich sterbe gar nicht mehr so viel. Das war doch nicht der entertainste Teil am ganzen Durchspielen. Es liegt ja nicht noch mehr rum, dass ich die ganze Zeit gestorben bin. Orens. Was haben wir hier noch? Noch mehr Orens. Ein. Ach so. Alle Achtung. Mal sehen, ob ich das überlebe. So, ein Nummer 1. Ich glaube, es gab nur. Wie viele Intrigankönige gab es? 3? 2? Ich muss vor allem erstmal die Nester finden. Er will mit Wes schlafen. Das ist alles, was ich auf der anderen Seite sehen will. Oh ja. Da muss ich aber, glaube ich, die andere Quest vorher auch noch mit Wes machen. Also ich muss. Denk mal, das muss ich so ein bisschen. Ich hoffe mal, dass es nicht so schwierig mit Wes zu schlafen wie im Mass Effect. Weil da muss man ja teilweise sogar ganz aufpassen. Auf einmal endest du mit Trainer. Oder wie auch immer sie hieß. Das war ein Elend. Da willst du die ganze Zeit mit der Asari schlafen, dann endest du auf einmal mit deiner komischen Steuerbordfrau da. Was irgendwie überhaupt nicht so mein Plan war. Obwohl ich da denke, mit in Fallout habe ich es ja auch mit jedem getrieben. Insbesondere mit dem Sexbot. Ich roller. Ich kann gar nichts anderes als rollern. Die Dark Souls-Rolle. Also ich nenne das Ding eigentlich immer viel zu gerne Dark Souls-Rolle. Warte mal, ich muss glaube ich... Aua. So, möchtest du jetzt bitte irgendwie mal ranstürmen hier? Oh, fuck. Also... Dunkel wäre ich jetzt schon zweimal tot gewesen. Warum macht denn das Ding eigentlich nicht seinen komischen Randstürmangriff? Den macht's doch sonst immer. Also mir fällt schwierig, das Vieh zu besiegen, wenn es nicht seine komische Charge-Attacke macht. Weil das war ja die eigentliche Taktik hinter dem Vieh. Oder kommt man das Ding einfach frontal anhauen?
Aber das scheint mir irgendwie nicht so die beste Methode zu sein. Hulu! Wie ich schon sagte, das scheint mir nicht die beste Methode zu sein, das Ding frontal anzugreifen. Hallo, möchtest du bitte mal chargen, du komisches Vieh? Oder habe ich das beim letzten Mal einfach ausgebürnt mit Feuerball? Das kann natürlich auch sein. Das klappt schon mal nicht. Muss nur eine Nebenquest machen. Hast du Witcher 1 gespielt? Sorry, falls du das schon mal gesagt hast. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Ich habe Witcher 1 gespielt, aber ich konnte aus irgendwelchen Gründen mein Savegame nicht importieren. Was ein bisschen komisch ist eigentlich. Und da habe ich das letzte Savegame eigentlich gesetzt. Ich glaube, bevor ich hier... Ach ne, wo ich halbwegs low war, oder? Ah, genau, bei 3 von 4. Okay, gut. Dann lassen wir das jetzt aber erstmal, diesen dummen Neckernest, aber wenn ich das hier nicht finden kann, dann kann ich das halt nicht finden. Dann ist das jetzt halt so. Dann gehen wir erstmal zu Triss und treiben mal die Story... Was war denn das hier noch? Hä? Ach so, eine Falle. Warte mal, die könnte ich auch aufheben. Moment, wo ist sie denn? Ich nehme die mal mit. Man weiß ja nie, was man mit so einer Falle noch machen kann. Wahrscheinlich nichts, ich kenne mich ja. Man muss nur eine Nebenquest machen, um mit West zu schlafen. Das ist ja easy. Also würde mich auf jeden Fall interessieren, was die zu reden hat, weil die hat ja eine recht interessante Hintergrundstory. Eigentlich, mehr oder weniger. Vor allen Dingen als Frau in einer harten Männerwelt. Das ist. Als Nicht-Zauberin vor allen Dingen. Weil die Zauberin haben ja in der Witcher-Welt noch einen Sonderstatus. Weil eigentlich, also zumindest in der Lore liest sich das so, also zumindest in einem Buch, was ich bis jetzt habe, ist, dass die Mädchen, die Zauberin werden, am Anfang mega hässlich sind. Und das ist irgendwie anscheinend relativ random. Also das wird schon irgendwie weitervererbt, aber es kann auch random sein, wer jetzt hier zur Zauberin wird und wer nicht. Und dass die auf jeden Fall mega hässlich sind und dass die Bauern das scheinbar nicht wissen, aber. Die Magie ist irgendwie so ein bisschen selbstkorrigierend. Die Zauberinnen werden in der Regel immer wunderhübsch nach einer Zeit. Durch die Magie, weil die irgendwie Gesichtsverformung und so weiter reparieren. Das sind die eigentlich durch die Bank weg auch alle ziemlich ansehnlich, die Zauberinnen. Ich weiß nicht, wie es bei Zauberer ist. Wie gesagt, ich habe nur das eine Buch gelesen und das war da mehr oder weniger explizit so genauso gesagt, dass die hässlich anfangen und dann hübscher werden, wenn sobald sie in eine Pubertät kommen. Und dass das irgendwie die Art der Magie ist, um den Zauberinnen zumindest noch einen gewissen Vorteil zu geben. Mir fällt gerade so auf, dass ich, glaube ich, gerade zum Kairan selber laufe und nicht zu der... Doch, ne, doch, ich bin richtig, oder? Waren das hier die Banditen? Das sind Banditen. Okay, warte mal, dann quicksave ich mal kurz nochmal, bevor ich hier was weitermache. Ah, ich kann gar nicht quicksave. Na gut, dann quicksaven wir halt nicht. Ich brauche mein gutes Entermesser. Tänzchen gefällig? Natürlich, freilich. Aua. Ja gut, andererseits, das sind... Ich brauch dringend das Level-Dings, dass ich aus allen Richtungen angreifen kann. Also obwohl, allein, dass ich. Allein. Verdammt, jetzt habe ich gerade in dem Moment nicht blocken gedrückt. Die machen sich selbst zu burn. Oder was? Oder so war's. Ja, auf jeden Fall hilft die Magie, bei denen dabei hübsch zu werden. Das ist, ob sie jetzt kosmetische Magie benutzen oder dass die das selber machen, das ist ja einerlei. Solange es nicht nur ein Illusionszauber ist. Das hat man ja auch oft in diversen Fantasy-Dingsbums, dass die Schönheit von Magiern und Magierinnen besonders, dass die eigentlich nur ein Illusionszauber ist, der oben drauf liegt. Was denn nicht so cool ist, weil dann heißt das ja immer noch... Mach dich fertig! Natürlich machst du das. Weil dann heißt das ja immer noch, dass sobald die Konzentration nachlässt, hast du halt irgendwie so eine alte Hexe rumliegen. Und das ist dann ja nämlich nicht so hübsch. Mach dich fertig! Das ist der eine Typ, der die ganze Zeit in den Rücken haut. Hätte mich auf Dunkel auch schon wieder 20 Mal umgebracht. Haben die ja nicht was zum Plündern? Habe ich die da unten eigentlich gelootet, die anderen Banditen? Ich glaube nicht, oder? Ah, nee, doch habe ich. Aber die haben nur Leitersprossen bei. Was auch immer ich mit einer Strickleiter soll. Aua. Oh, bringt mich das jetzt um? Dadurch, dass wir gerade außerhalb des Kampfes sind, habe ich die Scheiße gerade überlebt. Andernfalls wäre ich jetzt bitterlich verreckt an dem Mist hier gerade. Weil ich, oh, hier war noch was. Weil ich mich gerade ein bisschen gegenregeneriert habe gegen das. Oh, mein Laptop geht aus hier. Das soll er nicht machen. Den brauche ich noch zum Chat lesen. So, warum war es das jetzt mit den Banditen? War ich hier überhaupt. Doch, ja, hier bin ich richtig. Hätte mich aber wirklich mal ruhig mitnehmen können mit dem Teleport. Was von diesem Wrack noch übrig ist, von dem Cedric gesprochen hat. Ich auch. Wenn es von einem Kairan attackiert wurde, nicht viel, schätze ich. Zum Glück suchen wir nicht nach menschlichen Spuren, sondern nach denen des Ungeheuers. Ja, suchen wir. Warum renne ich hier nicht gerade auf Auto? Ich bin ja nicht gerade hier ganz woanders. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Also mal, ach so, da runter muss ich. Hey. Ich habe nämlich gerade eigentlich was im Chat geguckt. Also hier geht es ja auch auf jeden Fall zum Kampf und Triss springt hier lang.
Aber die Zauberin links auch an, am Ende. Man muss sich einfach nur Triss angucken. Die hat eigentlich Klamotten an, die mehr so nach Adventure und Abenteuer aussehen. Aber trotzdem ist sie ist wahrscheinlich noch ziemlich bewusst sexy gekleidet mit ihrer engen Hose und allem drum und dran. Da kann mir keiner sagen, dass das super ist.